Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck. Wir treffen am Sonntag um 13.30 Uhr hier im Volksparkstadion auf dem VfL Osnabrück. Und darüber und über die letzten Wochen wollen wir heute mit Jonas Meffert reden. Moin Meffo, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Meffo, du kommst direkt vom Trainingsplatz, quasi unmittelbar. Gib uns mal einen Einblick, wie war die Einheit heute? Auf jeden Fall sehr intensiv, relativ laut auch, aber positiv laut. Und es hat Spaß gemacht, es war sehr viel Intensität drin. Es war ein sehr anstrengender Trainingstag, auch sehr lange von der Dauer. Aber ich glaube, alle sind zufrieden vom Platz gegangen gerade und das ist immer gut. Passenderweise schauen wir jetzt direkt in die Trainingseinheit einmal rein und auch in alles, was in dieser Woche beim HSV so los war. Und das machen wir wie immer in unser HSV. Auf den Heimsieg gegen die SV Elversberg am vergangenen Wochenende aufbauen und die nächsten 3 Punkte einfahren. Das war die Marschroute beim HSV in dieser Woche. In der ersten ganzen Trainingswoche unter Steffen Baumgart standen für die Mannschaft intensive Einheiten auf dem Platz. Dennoch konnten nicht alle Rothosen im Training mitwirken. Über die Verletzten-Situation in seinem Kader informierte Baumgart am Freitag auf der Pressekonferenz. Aus meiner Sicht gibt es nicht viel. Stefan Ambrosius immer noch raus. Gucken wir von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, wie es ihm geht. Das ist eigentlich das Einzige. Alle anderen werden aus meiner Sicht morgen wieder dabei sein, sofern sie sich nicht erkälten. Mit Ausnahme von Ambrosius konnten Baumgart und sein Trainerteam erneut auf einen breiten Kader setzen. Auch Jean-Luc Dompé, der zu Beginn der Woche noch kürzer getreten war, absolvierte ab Donnerstag wieder das gesamte Mannschaftstraining und wird am Sonntag mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in den Kader rutschen. Auf den Trainingsplätzen arbeitete natürlich auch Torwarttrainer Sven Höh gemeinsam mit seinen Keepern. Er konnte sich in dieser Woche nicht nur über den 0:0-Sieg am Wochenende gegen die SV Elversberg freuen, sondern auch über seine Vertragsverlängerung. Der 39-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim HSV langfristig und wird auch in Zukunft alles dafür geben, die HSV-Keeper auf das nächste Level zu heben. Der Fokus ist jetzt aber erstmal auf die Partie gegen den VfL Osnabrück gerichtet. Denn auch gegen den Tabellenletzten sieht Baumgart seine Mannschaft gefordert. Die Jungs müssen eine starke Leistung bringen, müssen alles abrufen, was sie haben, um gegen so einen Gegner zu gewinnen. Das heißt nicht, dass ich da nicht davon überzeugt bin, dass wir in der einen oder anderen Position mehr Qualität haben, dass wir in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen, und gerade auch zu Hause sollten wir dieses Spiel auch gewinnen. Aber dazu gehört halt 95 Minuten harte Arbeit, und das ist das, worauf ich aufmerksam machen möchte. Mit dem Anspruch, das Spiel zu gewinnen, geht es für die Rothosen am Sonntag in den Volkspark, wo am Nachmittag die nächsten 3 Punkte auf dem HSV-Konto gefeiert werden sollen. Meffo, du steuerst ganz scharf auf einen Meilenstein zu. Ich weiß nicht, ob du es weißt. 100. HSV-Pflichtspiel steht bald an für dich. Bedeutet so eine Zahl etwas für dich? Ja, eigentlich hätte ich jetzt gesagt nicht, aber bei so einem Verein ist schon einfach was ganz, ganz Besonderes. Deshalb, ja, irgendwie bedeutet mir das dann schon was, und den will ich natürlich auch erreichen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann es soweit ist, aber es ist schon wirklich was Besonderes für mich. Also ich bin sehr dankbar, überhaupt die Chance gehabt zu haben, hier hinwechseln zu dürfen und und so viele Spiele machen zu dürfen für so einen Verein, ist einfach was ganz Besonderes. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Es sind 98 Grad, das heißt, im Zweifel gegen Düsseldorf könnte es anstehen. Wie intensiv hast du die Zeit bisher hier wahrgenommen und auch, beziehungsweise wie doll nimmst du sie wahr? Ja, sehr intensiv. Vor allem die letzten 2 Wochen waren extrem. Aber ich rede lieber über die Zeit, über die ganze Zeit, und da waren einfach so viele positive Momente, so viele unglaubliche Erfahrungen, die ich hier mit der Mannschaft, mit den Fans teilen konnte. Also ich kann jetzt, was mir jetzt sofort in den Kopf kommt, ist das Spiel in Berlin, das Relegationsspiel, oder der Derby-Sieg hier zu Hause gegen Pauli, oder das Relegationsrückspiel gegen Stuttgart. Das sind so Momente, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen, und ich bin einfach nur dankbar, dass ich die mit den Fans und mit meiner Mannschaft hier zusammen erleben durfte. Das ist einfach schön. Du hast jetzt die letzten Wochen trotzdem schon angesprochen, die waren sehr ereignisreich. Jetzt mal bei dir aus Spielersicht, wie hast du sie erlebt? Ja, also
es war schon, sowas habe ich jetzt noch nicht so richtig vorher erlebt. Ja, also ich habe es schon mal erlebt, dass ein Trainer entlassen wurde und dann ein neuer kam. Also ja, aber so wie es jetzt war, auch so medial, wie viel darüber geschrieben wurde, wie viele Menschen sich gemeldet haben, ist natürlich nochmal, ich komme aus Köln, kann sich ja jeder vorstellen, dass mir gefühlt jeder aus meiner Kontaktliste, der aus Köln kommt, geschrieben hat. Ja, es war auch jetzt nicht mega einfach die Zeit, kann ich auch ehrlich sagen, aber es gehört im Fußball auch dazu und ich glaube, am Ende ist es immer für etwas gut und das, da bin ich mir sicher, so wird es auch diesmal sein. Und Steffen Baumgart ist jetzt eben ein neuer Trainer am Start. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen beschreiben, wie waren jetzt die ersten Tage? Wir machen jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als die Woche voll. Ja, es ist sehr, sehr interessant auch. Also da ich, wie gesagt, Kölner bin, viele FC-Spiele geguckt habe, natürlich auch schon mal mit Bascho über seine Zeit früher bei Paderborn geredet habe, hat man so ein bisschen, ja, irgendwie so ein Gefühl gehabt zumindest, wie er denn sein könnte. Ja, und das wurde so ein bisschen bestätigt, also sehr, sehr emotional, sehr, sehr intensiv, sehr, ja, er liebt Fußball, das merkt man sofort. Er bringt Spaß auf den Trainingsplatz, das finde ich richtig gut. Und ja, bisher lief ja alles sehr, sehr positiv und wir werden alles dafür tun, dass es auch weiter so laufen wird, ja. Kannst du ein bisschen beschreiben, welche Dinge sich vielleicht auch verändert haben, auch auf dem Trainingsplatz, vielleicht auch kleinen Blick in die Kabine, was hat sich so verändert? Ja, das sind so generelle Dinge, also das ist einfach logisch, wenn ein neuer Trainer kommt, dann sieht erstmal wieder jeder die Chance auch wirklich zu spielen und das sind so kleine Dinge, die kann man halt wirklich ja so oder so mit einem Trainerwechsel fördern. Das ist einfach so, das kann man jetzt auch nicht abstreiten. Das ändert sich dann natürlich, dass vielleicht Spieler, die ja nicht so viel Chancen gesehen haben, vorher jetzt wieder große Chancen sehen. Und es gibt einfach nochmal einen Push im Training. Das hat man schon gespürt, das ist einfach so. Und ja, das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Aber das war auch irgendwie eine logische Konsequenz. Haben sich aber auch noch andere Sachen verändert. Aber bisher sind wir als Mannschaft, wir haben gezeigt, dass wir offen für die Spielidee sind, dass wir sie umsetzen wollen unbedingt auch. Ist ja logisch, dass noch nicht alles geklappt hat jetzt am Wochenende. Aber man hat schon einige Dinge gesehen, die der Trainer auch verändert hat und die wir auch ja gut, vielleicht noch nicht sehr gut umgesetzt haben. Jetzt reißt es schon so ein bisschen an. Mit Steffen Baumgart kommt natürlich ein neuer Trainer, ein Trainer mit neuer Erwartungshaltung. Was erwartet er explizit von euch als Mannschaft? Ja, das Intensität ist so eins der Schlüsselwörter, die wir sehr häufig gehört haben. Ja, hohes Anlaufen, Pressing, das haben wir ja unter Tim Walter auch schon gespielt, das liegt uns. Dann zum Beispiel vielleicht, das ist ein bisschen anders als beim alten Trainer, nach Balleroberung, der schnelle Blick tief oder auch allgemein im Spiel schneller in die Tiefe zu spielen. Ja, aber grundsätzlich sind auch viele Sachen, die ähnlich sind, wie wir sie vorher auch schon gemacht haben, aber natürlich auch Dinge, die anders sind jetzt. Gleichzeitig, wie wird das innerhalb der Mannschaft aufgenommen und wahrgenommen? Ja, wir sind ja alle Profis, professionell. Das wird natürlich so aufgenommen, dass jeder versucht umzusetzen. Und so gut wie möglich auch, um zu zeigen, dass man es so gut wie möglich hinbekommt, damit man auch Spielzeit bekommt, weil es ja logisch ist, dass der Trainer das von den Spielern, wo er das Gefühl hat, dass er es vielleicht ja schon am besten umgesetzt bekommt, dass er die vielleicht erstmal spielen lässt, einwechselt auch. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass in unserer Mannschaft eigentlich alle das sehr gut spielen können und ich bin überzeugt, dass viele, viele Spieler auf sehr viel Spielzeit kommen werden. Jetzt am vergangenen Wochenende durchaus gelungenes Debüt nach 3 Heimniederlagen, endlich wieder Heimsieg, wieder zu 0. Wie gut tat dann der Sieg auch in dem gesamten Rahmen? Ja, das, also extrem, das ist, kann ich jetzt gar nicht genau so erklären, weil das war schon, ich glaube, jeder, der im Stadion war, hat es dann gefühlt, als abgepfiffen wurde, wie wichtig dieser Sieg für den HSV war, für uns, für die Fans, für den Verein. Das war schon sehr, sehr wichtig, muss man schon ehrlich sagen. Ja. Du hast auch die neuen Elemente schon so ein bisschen angerissen. Inwiefern hat man die dann am Sonntag auf dem Platz auch schon gesehen und wie haben die gefruchtet?
Ja, das mit der Intensität hat man, glaube ich, anhand der Laufdaten gesehen. Die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber die Sprintdistanz war dann zum Beispiel höher als im Schnitt. Jetzt als Beispiel. Ich finde, wir hatten viele hohe Balleroberungen, wobei meiner Meinung nach hatten wir die auch vorher schon. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass schon schneller in die Tiefe ging, vielleicht ein Tick einfacher gespielt wurde, einfach von hinten raus. Ja, das hat man auch schon gesehen, fand ich. Für dich persönlich, inwiefern hat sich vielleicht auch deine Rolle als Sechser verändert unter ihm? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon was anderes, weil beim alten Trainer, also bei Tim, war es schon als Sechser eine spezielle Rolle, die ich auch vorher bei keinem Trainer so gespielt habe und die eigentlich auch fast, also die ich kaum woanders sehe. Deshalb, ja, hat sich schon verändert. Die wird sich wahrscheinlich noch weiter verändern jetzt, beziehungsweise am Wochenende darfst du es wieder zeigen gegen den VfR Osnabrück. Wenn wir das Hinspiel, denken wir ungern zurück. Ist da eine Rechnung offen bei euch, die ihr begleichen wollt? Ja, also jeder von uns weiß, dass das auf jeden Fall mit einer unserer schlechtesten Spiele war. Aber im Endeffekt zählt einfach nur jetzt das Spiel jetzt und es ist völlig egal, was in der Hinrunde war, weil das können wir nicht mehr ändern. Und jeder von uns möchte einfach Intensität geben, Gas geben und das Spiel gewinnen. Und da ist auch am Ende egal, ob wir dort im Hinspiel verloren oder gewonnen haben. Jedes Spiel ist neu und wir wollen alles geben, mit unseren Fans zusammen 3 Punkte zu holen. Das ist die Marschroute und wir schauen uns auch einige weitere Daten und Fakten an zum VfR Osnabrück und das machen wir im Gegnercheck. 15 Punkte, 20 zu 45 Tore und Platz 18 mit 9 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Es sieht aktuell nicht allzu rosig aus für den VfL Osnabrück. Auch der Trainerwechsel von Ex-HSV-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger zu Uwe Koschinat brachte nicht den gewünschten Effekt. Koschinat stabilisierte das Team zwar, trotzdem sprangen zu wenige Punkte und vor allem zu wenige Siege raus. Erst 2 Siege hat Osnabrück bisher geholt, den letzten immerhin am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96. Der letzte Sieg davor lag allerdings ganze 15 Spieltage in der Vergangenheit. Der Gegner? Naja. Auffällig auch, beide Siege gelangen an der heimischen Bremer Brücke. Auswärts sprangen für den VfL bisher lediglich 4 Punkte heraus. Damit es im Volksparkstadion klappt mit Auswärtspunkten, baut Osnabrück vor allem auf Erik Engelhardt. Der 25-Jährige hat 7 der 20 Osnabrücker Tore erzielt und traf zudem bei beiden Siegen. Eine weitere spannende Personalie beim VfL Osnabrück ist Innenverteidiger Maxwell Jumphy. Der 24-jährige Deutschgarnahe ist in dieser Saison in den meisten Spielen mit der Kapitänsbinde aufgelaufen, hat von 2020 bis 2022 bei der U21 vom HSV gespielt und ist, Fun Fact, mit 36,58 km/h der schnellste Spieler der ersten und zweiten Bundesliga. Da hätte selbst Bakker so seine Probleme. Die weiteren Spiele. Am Freitag gastiert Kiel in Berlin und St. Pauli auf Schalke. Am Sonnabend empfängt Nürnberg Braunschweig, Hannover Düsseldorf und Rostock Kaiserslautern. Das Topspiel bestreiten Karlsruhe und Fürth. Und am Sonntag treffen Paderborn und Magdeburg und Elversberg und Wien Wiesbaden aufeinander. Da sind wir wieder und auch heute heißt es endlich wieder Crunchtime-Zeit. Meffo in der Hinrunde 10 Punkte heute. Ja, man will es ja immer verbessern. Ne? Man will sich verbessern. Du wirst mindestens Platz 2 ansteuern, wenn du einen mehr machst, also wenn du mindestens 11 machst, Ini an der Spitze mit 13. Schlecht. Sehr gut. Du hast keine weiteren Fragen, du kennst die Regeln. Ja. Sehr gut, dann gehe ich einen Schritt zurück und fange an von 3 runter zu zählen und dann geht's los in 3, 2, 1 und los. Wer hat im Hinspiel gegen Osnabrück das Tor für den HSV geschossen? Glatze. Korrekt. Wer war in dieser zweiten Saison zu Spielbeginn bisher am häufigsten HSV-Kapitän? Ja, bis jetzt ich. Genau. Wer war in dieser zweiten Saison der jüngste eingesetzte HSV-Spieler? Nico. Nee. Für welchen Wettbewerb haben sich die DFB-Frauen gestern Abend qualifiziert? Olympia. Korrekt. Welches NBA-Team hat in dieser Saison bisher die meisten Spiele gewonnen? Boston. Korrekt. Nenne eines der NBA-Teams, das die wenigsten Spiele bisher gewonnen hat. Washington. Korrekt. Welcher HSV-Spieler hat in dieser zweiten Saison die meisten Minuten gesammelt? Ich. Korrekt. Welcher aktuelle Spieler vom VfL Osnabrück ist 2019 für 8 Millionen zum FC Bayern München gewechselt?
Cuisance. Korrekt. Wer hat in dieser zweiten Saison die meisten Tore für Osnabrück erzielt? Weiter. Engelhardt. Ja, wie ging das letzte Zweitligaspiel des VfL Osnabrück aus? 1-0 gewonnen gegen Hannover. Korrekt. Wie viele Pflichtspiele hat dein ehemaliger Verein? Wir haben zusammengezählt. 9 Punkte sind es geworden. Meffo, du wolltest ein mehr, es war ein weniger. Ist trotzdem okay? Nee, ich bin unzufrieden. Du bleibst aber trotzdem erstmal auf Platz 3. Also wer weiß, ob dich da noch jemand verdrängt aktuell. Mal gucken. Mal schauen. Erstmal vielen Dank, dass du heute hier mit am Start warst. Und danke euch zu Hause auch, dass ihr heute mit am Start wart. Schaltet am Wochenende das HSV-Netradio ein. Und ansonsten bleiben wir wie immer mit den letzten drei Worten, die da sind. Nur der HSV.